Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles, immer noch hier in den Nagerfeldern. Und ja, ihr wisst, immer noch die Panzer kaputt hauen, immer noch diese Typen hier kaputt hauen. Und ja, kennt man mittlerweile, würde ich sagen. So, Rosie, du gehst erstmal weg da, weil ich habe keinen Bock, dass du da weggeschossen wirst von den Leuten. Na, heilen könntest du dich auch mal. Ich bin positiv, dass wir in dieser Folge den Panzer kaputt kriegen. Und die Mission endlich zu Ende bringen können. Mal gucken, ob wir es auch in die Tat umsetzen können. Also nehmen wir mal Elias. Das Gute hier ist, dass die ganzen Scharfschützen und so und die Lancer überhaupt nicht kontern. Das heißt, ich kann hier so durchmarschieren, wie ich will. So, und wir haben keine Munition. Es ist geil. Das heißt, ich muss Herbert holen. Und John, die schon mal auf. Oh Gott, hoffentlich schafft er es nur so um die Ecke. Ja. Er schafft es nicht bis dahin, Mann. Er hat noch drei Dinge, hallo. Das kann doch noch ein bisschen dauern. Ja, Wert. Muss nichts heilen oder irgendwie sowas. Gut, ja, das macht. Da kannst du jemanden töten. Geil. So, na, hat nichts gemacht. John, geh weiter vor. Presche weiter nach vorne. Wir reichen ihn, glaube ich, immer noch nicht. Ja, ich will nicht das Tourette, ich will hier, genau. Jo! Solange du nicht irgendwie Flammenwerfer oder irgendwie so ein Mist hast, wird das eigentlich locker sein. Nur noch ein paar Züge aushalten. Das gibt's doch nicht! Geh doch mal so weiter, dass du ins Gras kommst. Das gibt's doch nicht. Jetzt, wenn du hier so einen verdammten Bomben-Dingen hier reinballerst. Willst du wohl nicht bringen. Kann ich mich nicht theoretisch an dir vorbeischleichen? Und dann von hinten den Radiator abschießen. Das würde auch klappen. So, Herbert. Du bist aber bis dahin gekommen, ne? Und. So. Ich hätte ja als Testperson benutzen können, um zu gucken, ob das klappt. Was ist denn hier für eine Party? Elias. Gucken wir mal, klappt das? Ich weiß noch nicht, ob wir uns an denen vorbeischleichen können. Aber wer weiß. Nein, der sieht uns. Wo bist du denn her?
Fregatten Schaden so. Er sieht gar nichts ab. Schön. So, noch eine Runde. Ich dachte, wir kommen an ihm vorbei. Aber wenn er nichts abgezogen hätte, hätte ich mich auch vorbeischleichen können. Hätte ich schon geschafft irgendwie. Ist nur diesen Einzug. Den ganzen Mist da unten nochmal. Ich habe die extra nicht getötet. Ich alle Züge haben wollte und da die sowieso alle wieder kommen, dass ich die lieber durch Konter hier sterben. Sind die keine Gefahr so schnell. Ja, das müssen wir in dieser Runde, in diesem Part endlich schaffen. Oh nein. Jetzt läufst du über sie drüber und sammelst sie ein, ne? Dann legst sie einfach hin. Warum? Oh! The fuck, man! I thought we were tight! Ja. Wir sind ein echter Held. Oh! Herzinfarkt. Oh mein Gott. Tengoku ni ikeru kana? Watashi kokochi. Dakara. Ich krieg echt die Krise, ey. Ja, super, er ist gestorben, leck mich. Ah. Ich weiß nicht, ich glaube, ich schneide hier einfach und wir sehen uns dann am Anfang dieses Parts wieder. Also, wo ich gespeichert hatte und so. Ne? Okay. So, da bin ich wieder. Wieder gleiche Position und hoffentlich mit weniger Toten. Aha. So, Lago, komm wieder. Ja. Geh mal mit Elias nach vorne. Das kam vorhin nicht. Oh. Ich mache jetzt mal meinen Plan, den ich vorhin hatte, war versuche mich hier an den Typen vorbeizuschleichen und von hinten kaputt zu schießen mit einem, oh, mit einem Schuss. Wieso merke ich denn das jetzt erst, wo ich Herbert das mal rüberbringen und der Dreck. War sowas von klar, ne? Dass sie direkt, direkt über die laufen muss. Ich wusste es, ey. Einfach nicht so fassen. Hier, du Drecksack, ey. Der hier ist für Nancy. Jawohl. Das ist Rache accomplished. So. Na, warte. Glaub bloß nicht, ich hab dich vergessen. Verdammt. Okay, weiter. So, dann. Er leistet da so wenig Schaden bekommen, als sie durchgeschlichen ist. Also kann man einfach mal da durchgehen, ne? Ja, wird jetzt ein bisschen dauern. Er leistet, lässt sich Zeit. Na, was willst du denn?
Ja, das klappt, ne? So. Und schon bin ich hinter dir. Was machst du jetzt? Na? Ah, das sieht so schön aus von mir. Und es macht so viel Schaden. Ich bin sowas von glücklich. So. Weißt du was? Bringt zwar nichts, aber habe ich noch irgendeinen Token hier am Rumliegen? Nö. So, dann. Mal weiter. Na? Zack! Das ist so ein schönes Gefühl. Ich genieße jede einzelne Sekunde von diesem Moment. So. Tank, das ist doch perfekt. Ja, stirb du Dromedarius. Oh ja, das ist so schön. Bam! So. Der Waffe nennt sie, obwohl sie noch am Leben ist. Geil. Ah. Rang D, ihr mich auch. Ich bekomme gar keine extra Dinger dafür. Was soll das? Oh, wir haben neue MG und wir kriegen wieder was. Für jeden möglichen Mist, wo wir überhaupt nichts Wertvolles machen. Aber was soll's? ガリア戦線の数勢を決する一大決戦、ナジアルの海戦はガリア軍の勝利に終わった。メオラベニガ。バルキュリア同士の戦いが行われた点からも、現代戦士において特筆すべき戦いだったと言える。以降、帝国軍は撤退を重ね、ガリア軍の優勢は動かぬものとなっていた。 Mir ist aufgefallen, sie war, glaube ich, nicht angezogen, als sie im Bett war. Wieso hatte sie auf einmal was angezogen gehabt, als sie eine Valkyrie war? Nur so nebenbei. なおってしまってるし、それになんだか周りの人の態度がいつもと違うの。メルキン、私に何があったの？教えて、お願い。アリシア。 Oh, da passt ja irgendwie jetzt. Oh, okay. Neue Episode. Parting Ways. Ja, aber das heben wir uns natürlich für den nächsten Part auf. Wir gehen jetzt erstmal zum Hauptquartier und geben Geld und Erfahrung aus. Mein Gott, das war eine Schlacht. So, XP, Training Field. Ich habe natürlich wieder Überbleibsel. Ich würde mal sagen, bald kommt wieder ein Skirmish, damit wir Erfahrung tanken können. Ich kann mir nicht zwei leisten, ne? Aha. Dann, wen tun wir denn hochleveln, die Scouts, ne? Dann haben wir noch 13.000. Verdammt. Okay, reicht. Trainingsgeräusche, Level up. Okay. Ein neuer Befehl. Caution, this order protects one ally by reducing damage taken from enemy interception fire. Okay. Schadenssenkung wird verhindert. So habe ich jetzt irgendwie verstanden. So, R&D Facility.
Jetzt mal ein bisschen weniger in den Panzer reinballern, mehr in die Waffen. Ich habe das Gefühl, die werden sehr viel wichtiger sein. Vor allem hier, Rüstung natürlich. Und Uniform, nur noch zwei danach. Ja, Granaten haben wir noch nicht. So, Flammenwerfer benutze ich irgendwie gar nicht. Ja, dann Firepower, ja. 23.000. Mein Gott, wie das Ding jetzt aussieht. Ich tue mal jetzt immer nur auf einen konzentrieren. Firepower. Und wir haben kein Geld. Wie konnte das denn passieren? Expand Capacity, extra Magazin. Auch kein Schwein, glaube ich. So. Edelweiß kann ich mir wahrscheinlich sowieso nichts leisten. Das ist viel zu teuer. Vor allem so dauerhaft, ne? Jo. Na gut. Ging schnell. Alles klar, dann gehen wir zurück zum Buch. Und ja, im nächsten Port können wir eigentlich dann den Report hier angucken. Ja. Und ich würde sagen, nach diesen heftigen letzten Parts sage ich dann mal, wir sehen uns in den nächsten Folgen von Let's Play Valkyria Chronicles. Ich wollte schon wieder was anderes sagen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.